klar, Bibel klar. Alles klar, Bibel klar. Aber alles geschehe mit Anstand und in Ordnung. In der richtigen Reihenfolge, in einem nicht Tohuwabohu von geistlichem Durcheinander. Nein, das soll es nicht sein. Es soll in Ordnung und in Anständigkeit geschehen. Was bedeutet das? Das heißt, es gibt die Möglichkeit, dass da ein Chaos ausgebrochen wäre, dass da irgendeine Unordentlichkeit und Unanständigkeit eingeschlichen wäre in der Gemeinde. Ja, wie? Ja. Was? Wenn sie zusammengekommen wären und hätten einen Kunterbund, jetzt komme ich mit meinen geistlichen Darstellungen, jetzt bringe ich meine Zungenrede, der Nächste bringt seine Träume, der andere bringt Visionen, der Nächste eine Weissagung. Wo immer dies geschieht, dann kommt das Fleisch und der Mensch. Und da haben wir wieder die Möglichkeit, es bestand diese Möglichkeit. Hier kann auch unechtes, menschengemachtes, aufgeblustertes Zeug hineinkommen, wovor er warnt. Weil dann kriegst du dieses typische Stolze. Hier kommt der große Ich bin's, ich kann's, ich hab's. Und dann mache ich die Show für mich und meine Geistlichkeit. Und genau da wird es unanständig. Es ist nicht dem Anstand, der Gesinnung Jesu entsprechend. Es ist nicht mehr in der Liebe, sondern in der Selbstliebe. Und das ist gefährlich. Und davor hütet euch. Darum soll es nicht gehen. Darum legt Paulus auch den Wert darauf, wenn ihr dann in Zungen redet, dann in der Gemeinschaft, wenn ihr da gemeinsam seid, dann lieber 5 Aussagen mit normaler Sprache, in normalen Worten, die dem Nächsten etwas bringen kann, als dass ich 1000 Wörter in Gebrabbel sage, wo der andere leer bleiben muss und wo es ihm nichts helfen wird. Dann kann man wieder sagen, ja, aber warum lässt er dann dieses ganze Zungenreden? Warum lässt er es nicht fahren? Hört doch auf, mach doch einen Riegel davor, verabschiede dich davon. Das sind alles so Gefühlsgeschichten, undefinierbar, bringt nichts. Nein, es ist nicht wahr. Paulus redet anders. Er sagt, das bringt etwas Wichtiges. Was bringt es denn? Ich wollte, dass ihr alle mit Zungen reden könntet. Ich wollte, dass ihr alle wie ein kleines Kind bla 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 macht oder bra bra bra. Das wollte ich. Ich wollte das, dass ihr es könntet. Aber ihr könnt es nicht alle, sagt er damit. Er wollte es. Es wäre schön, es würde euch etwas helfen, es würde deinem persönlichen Geistesleben etwas bringen. Tatsächlich. Deswegen wehre es nicht bei anderen und auch nicht bei dir selber. Wenn du dich für den Heiligen Geist öffnest, dann kann er es dir schenken und dann kannst du und sollst du es üben. Ich danke meinem Gott, dass ich mehr mit Zungen rede, denn ihr alle. Ich mache das Gebrabbel intensiver als ihr alle. Und das war vielleicht, ich weiß nicht, wie groß die Gemeinde dort war, 100, 200, wie viele Leute, die das geübt haben. Und Paulus sagt, ich mache es noch mehr wie ihr alle und ich danke meinem Gott dafür. Warum? Was hat es ihm denn gebracht? Warum hat er damit nicht aufgehört? Er sagt die Ursache des Ganzen. Warum macht er es? Wer in einer Sprache redet, wer in einer Zunge brabbelt, der erbaut sich selbst. Der bessert sich selbst. Ja, was ist das jetzt? Ja, was heißt das? Das heißt, da geschieht etwas bei deinem Zungengebet im stillen Kämmerlein. Da geschieht etwas mit dir. Du erbaust dich selbst. Ja, darf man das? Ist das kein christlicher Egoismus, Selbsterbauung? Vielleicht Zeit verbringen damit, mich selbst aufzutakeln, in den Geist hineinzuschaukeln.
Das darf doch, darf sowas sein? Ist sowas nicht frommer Egoismus? Nein, Paulus beschreibt es als etwas Wichtiges. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch selbst auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Das Gebet im Geist, auch das Unverständige, das innige Seufzen mit unaussprechlichen Worten, das ist etwas, was mich selbst kolossal aufbaut. Und das soll so sein. Und Paulus hat es so nötig gehabt, dass er den Herrn dafür gedankt hat, dass er das so oft und so viel angetrieben vom Geist Gottes gemacht hat. Und dabei hat er sich selber gebessert. Nun, was war denn notwendig? Was ist dabei so wichtig, dass ich es bräuchte? Ich meine, eine Grundlage, und das sehe ich in meinem Leben, ist fundamental das Vertrauen in meine eigene Geistlichkeit. Mit anderen Worten, wenn ich jetzt irgendwelche Silben äußere, dann kann ich das empfinden als absoluten Unsinn, als selbstgestrickte, selbsterzeugte Dummheit, die mir nichts bringt. Das Gleiche kann ich aber nehmen und kann auf allerheiligsten Glauben hin mir selber klar machen, dass ich glaube und vertraue, dass das jetzt hier und heute, dass das nicht irgendein komischer, undefinierbar, selbstgestrickter Menschenausfluss ist, sondern dass es Gottes Geist ist, der etwas wirkt und mir etwas klar machen will, nämlich den innewohnenden Christus, der mit unaussprechlichen Äußerungen durch mich betet und Gott verherrlicht und Gott fokussiert wird. Dass ich also nicht mich selbst, meine Person dabei verherrliche oder anbete, sondern dem Vater im Himmel meine Zunge gebe, um Dinge auszusprechen, die meinen Verstand gar nicht berühren, weil sie nichts mit mir zu tun haben, weil es Gottes Wort ist und weil ich dadurch kindlich lernen kann, zu vertrauen auf eine Erbauung des inwendigen Menschen, des Christus in mir, der neuen Gestalt. Dieses kleine, sage ich mal, Baby in mir, dieses neu gewachsene, neue Kreatur, die gibt Ausdruck durch Worte, mit denen ich selber mein Verstand, dann kann ich wegfließen in diesen Worten und mich hineinbeten in einem Vertrauen, mich selbst auferbauen in meinem Gott. Dass nicht ich die Verantwortung habe für die Äußerungen, wird dieses Gebrabbel, wird es bei dem großen Gott ankommen? Wird es einen Bezug herstellen? Wird er eine Gemeinschaft sein dadurch? Ja, weil der Geist redet zum Geist und ich bin das Instrument, durch das der Geist dann fließen kann. Funktioniert aber nie, wenn mein natürlicher Menschenverstand abblockt, wehrt. Nein, ich kann das nicht nachvollziehen. Wie kann das sein, dass in mir etwas spricht, was ich nicht selber will? Wenn du es nicht willst, dann lass es. Ist dann nicht für dich, hat auch nichts mit deiner Heilsgewissheit, mit deinem echten Bekehrung zu tun. Das ist es nicht. Das ist nicht das Zentrum des Evangeliums. Pfingsten ist das Sahnehäubchen auf dem Kuchenstück sozusagen. Pfingsten ist die Herrlichkeit, aber warum, ich mag Sahne unheimlich gern, ich liebe Sahne, warum sollte ich da ferner bleiben? Warum soll ich mir das antun? Warum sollte ich nicht probieren, warum sollte ich nicht probieren, in einen Fluss hineinzubeten, wo mir selber wie ein Spiegel klar wird, Herr, du bist da, Herr, es ist so wunderbar, Herr, du bist mir
nicht mehr weit entfernt, irgendwo in der Unendlichkeit. Herr, du bist auf meiner Zunge, du bist auf meinen Lippen und das kann ich vergegenwärtigen. Das ist tatsächlich möglich und ich glaube, darum geht es in dem Pfingstgeschehen. Und so nicht nur mit den Zungen reden, so mit allen anderen weinen, lachen, umfallen oder schütteln. Die Quäker, die haben gezittert unter der Kraft des Heiligen Geistes. Worauf kommt es an? Verinnerliche ich mir meinen Jesus? Kann ich da für mich den ganzen Nutzen herausbekommen? Und da ist es dann wieder, Mensch, bist du kindlich genug? Bist du demütig genug? Oder sagt dir dein großes, natürliches Wesen, sagt dir, nein, 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 das tue ich mir nicht an, da bleibe ich weg davon. Liegt an dir, liegt an jedem persönlich. Ich möchte gerne versuchen, diese Impulse, die mir die Bibel, die mir Paulus überreicht, ich möchte sie eifrig in meinem Leben pflegen. Dazu sind sie da. Wie soll ich damit umgehen, mit dem, was hier geschrieben steht? Das ist doch nicht ein leeres Wort. Das sind doch Worte, die Paulus an uns richtet, damit ich sie in meinem Erdenleben verarbeite. Und dazu habe ich hier und heute die Gelegenheit.